Einen schönen guten Tag, ich bin Papa Zock und wir spielen Hype-Lied. Dieses Bild zeigt die ganze Misere. Meine Hauptflotte sitzt ohne Treibstoff mitten in der Wüste. Und die Kampfgruppe hier unten, die hat zwar noch ein bisschen Treibstoff, aber nicht genug Treibstoff, um zum Beispiel nach Jaffa zu fliegen, wo man einen Kampf vermuten kann, oder hier runter. Auch da müsste es einen Kampf geben. Ich brauche Geld. Die Hauptkampfgruppe ist völlig aufgeschmissen. In Marie sitzt eine Tankergruppe, die vielleicht noch ein bisschen Treibstoff hier rüberbringen kann. Ich habe schwer überlegt, ob ich ein Safe Game lade, aber ich will es noch nicht aufgeben. Ich will versuchen, ich kann hier noch ein bisschen Geld machen, indem ich Munition verkaufe. Damit fangen wir mal an. Ich erzähle es ja in irgendwie jedem Video, dass dieses Munitionsgekaufe nicht schlimm ist, weil man es direkt wieder verkaufen kann. So, ich verkaufe es hier einfach mal. Da habe ich auch keine Schiffe dafür. Wobei es im Moment egal ist, wofür ich Schiff habe oder nicht. Ich brauche Geld. Ich muss auftanken. Und als nächstes habe ich mir dann überlegt, ob ich also wieder 1200 Credits, das ist nichts. Habe ich mir überlegt, ob ich wenn ich es mit dem Treibstoff hinkriege, von der Hauptflotte Schiffe verkaufe. Hier könnte ich verkaufen, ich habe hier zwei Träger, wobei ich zu wenig Flüge habe. Ich könnte die Fliege zusammenfassen, auf einen Träger, auf eine Wasp, eine andere Wasp verkaufen. Und die Kormoran, die bremst übrigens meine Hauptflotte. Das langsamste Schiff im Moment ist die Kormoran. Die hat zwar viel Tank, die verbraucht aber auch viel Sprit, und deren Kampfkraft, die hat mich nicht überzeugt. Beziehungsweise ich kann mit ihr nicht umgehen, die ist zwar schwer gepanzert, was sie langsam und träge macht, und ja, ich brauche das Geld, das ist ganz einfach. Die Fennec will ich nicht loswerden, die Yas will ich nicht loswerden. Das heißt, ich muss irgendwie so viel Treibstoff hier hinkriegen erstmal, dass wir mit der Kormoran in irgendeine Stadt kommen, die dann verkaufen, einen Träger irgendwie in die Stadt bringen, den auch verkaufen. Das ist jetzt mal so der Plan. So. Das heißt, ich habe jetzt wieder ein bisschen Geld zusammengekratzt. Ich muss bloß mit der Kampfgruppe es bis Jaffa schaffen. Da hoffe ich, dass ich einen Kampf erlebe, bei dem ich ein bisschen Geld machen kann. Das ist oberste Priorität. Dann tanken, dann von der Hauptflotte Schiffe abspalten und verkaufen. Und mal sehen, ob wir wieder ein paar Füße auf den Boden bekommen. Wobei wir ja eigentlich Füße in die Luft bekommen wollen. Wir werden sehen. Also. Bis Japan müssen wir kommen. Ah, da passiert gar nichts, wenn ich das hier voll mache. Das ist ja herrlich. Warum nicht? Weil wir voll sind. Dann fliegen wir bis Engedi. Hier müsste noch ein bisschen Sprit rumliegen, so wie das aussieht. Und ich schau mal, hier liegt ja auch noch ziemlich viel Sprit rum. Ob ich. Hier soll die Garnison kaputt sein. Ich bin aber da noch nicht gelandet. Ich schau mal, wenn ich hierher fliege, ob der Sprit, den die beiden Tanker dann da abgeben, ausreicht, um wenigstens eine Wasp hier rüber zu bringen. Pause aus. Die Gruppe von Ashot nach Engedi, um den Treibstoff, der da rumliegt, aufzunehmen. Die Tanker hier rüber, um ein bisschen Treibstoff zu verteilen. Ja, im letzten Video, wo mir dieses Meisterstück hier gelungen ist, da war ich selber mein größter Gegner. So. Daumen drücken, dass der Treibstoff, den ich hier abgebe, dass der reicht, dass ich zumindest dieses Stück zurückfliegen kann, um eben ein bisschen an Geld zu kommen.
So. Da seht ihr es. Es ist sehr wenig Treibstoff. Wenn wir jetzt die beschädigte Wasp nehmen und die Skylark, das ist wichtig, weil wir wollen ja, können wir die Cormoran auch mitnehmen. Schaut mal, dann wird es schon blöder. Wenn wir die Cormoran versuchen mitzunehmen, dann kommen wir nirgends hin. Seht ihr das? Also lassen wir die hier. Machen das so, dann können wir die beschädigte Wasp mitnehmen. Und ich nehme die Skylark deshalb mit, weil ich ja von der Wasp noch die Flugzeuge, die eventuell draufstehen, runterholen will. Und da muss ich dann eben ein Schiff in Marie stehen haben, das das Flugzeug wieder zurückbringt. So. Jetzt nehmen wir hier gleich den Treibstoff auf. Theoretisch. Da seht ihr es. Also hier unten in der Treibstoffleiste. Lass es bitte bis Jaffa reichen. Es scheint zu reichen. So, hier sind wir auch angekommen. So. Ich möchte das Flugzeug gerne hier runter, dann kann man es auf die andere Yars. Oh, die ist auch schwer beschädigt, seht ihr das? Und wenn ich dich jetzt verkaufe, immerhin 5.500. 5.500 hört sich nicht viel an, aber es sind 5.500 und es ist ein einer, der deutlich ist ein Schiff, das wieder keinen Treibstoff verbraucht. Das stellt uns also besser. Munition. Ja, ein bisschen hätte ich noch. Aber so. In NG, die haben wir jetzt den Treibstoff aufgenommen. Das scheint gut bis Jaffa zu reichen. Also los. Hier. Gibt es hier noch ein bisschen Treibstoff für den Tanker? Ne, sind schon wieder komplett leer. Okay. Das heißt, ich muss jetzt erstmal darauf warten, dass dieser Kampf hier klappt. Ein Funkspruch. Oh, ich habe ja. Ich habe ja doch ein paar Schlüssel. 20 und 3. Mhm. Das könnte wieder das berühmte Wort Root sein. Das U wird an richtiger Stelle stehen. Wir probieren es. Das könnte South heißen, habt ihr das gesehen? South. Und dann heißt das hier South. West. Southwest. Gut, wir können wieder Funksprüche abfangen. So. Okay. Ui, ihr seht, die Garnison werden deutlich mächtiger. Das lässt mich vielleicht hoffen, dass es ja auch deutlich mehr zu binden gibt. Ich fange mit der Intrepid an. Dann die Gladiator hinterher. Wir hoffen, dass wir schon einiges auf dem Boden erledigen können.
Eieiei. Das hat ja direkt begonnen mit. Ich hole die Intrepid mal raus. Das war jetzt gar keine so schlechte Vorstellung. Ja, die Gladiator. Ich lächle immer mild und sanft, wenn ich sie fliegen darf. Die Intrepid bekommt. Na, sie kommt. Narben der Schlacht, dann repariert sie schneller. So. Wir brauchen Geld, also müssen wir ein bisschen plündern, dass wir so viel Geld wie möglich bekommen. Das sind jetzt nicht die. Ah, die da unten ist gut. Überlebende gibt es auch. Aber ich nehme an, wir müssen vielleicht den. Riskieren die Moral. Einen Dämpfer für die Moral zu bekommen. So. Danach nehme ich mir den Treibstoff. Hoffen, dass die Explosion der Munition nicht zu viel mitnimmt. Ist ja den Treibstoff mitgenommen. Okay. Dann nehmen wir hier noch was mit. Dann wird wahrscheinlich, wenn ich mir Schutzanzüge anzieht, das Zeug hier unten verschwunden sein. Das ist schade. Also riskiere ich es, dass ich ein paar Crewmitglieder verliere. Hat geklappt, dann probiere ich es nochmal. Vielleicht schaffe ich sogar noch die Überlebende zu retten. Auf jeden Fall war das geldmäßig jetzt ein guter. 17 Tote. Crew ist immer am Moral, das ist klar. Die Crew hier oben, seht ihr, ist immer noch bei 109%. Das heißt, wir haben noch genug Leute. Und die Überlebenden können wir retten. Das heißt, wir kriegen keinen weiteren Dämpfer für die Moral. So. Der war gar nicht so schlecht, der Kampf. Der hat aber auch gezeigt, wie stark die Garnison jetzt hier oben mittlerweile werden. Ja, da fehlt ein Bein. Ich denke, ich lande mit der Gladiator. Ein paar Schrammen hat sie auch. Wir schauen, ob wir sie da bei 78% rein platzieren können. So. Schön. So, jetzt machen wir hier ein bisschen Geld, indem wir die Waffen verkaufen, die wir gerade geplündert haben. Sehr schön. Ich möchte hier, wenn wir sie reparieren, was kostet uns das? 170 und 4,5 Stunden. Ja, das ist okay. Was, wie geht's der Intrepid? Ah, der geht's schon nicht mehr so gut. Da lasse ich mal
die Antriebe reparieren und die Waffen. So. Und vielleicht das intakte Fahrwerk. Dann sind wir 8 Stunden hier. Okay. An Nachschub gibt es hier was. Nicht so rasend viel. Wie sieht es mit Treibstoff aus? Ah, der ist explodiert. Das heißt, wir müssen hier Treibstoff auf jeden Fall kaufen. Und jetzt können wir aber... Wie mache ich das? Ich habe hier die Skylark. Hier unten ist ein Treibstoffdepot, da drüben ist eins. Ich werde hier mit der Skylark so viel Treibstoff kaufen. Dass ich bis Suva fliegen kann und schauen, ob dort eine Garnison steht. Wenn da eine steht, haue ich mir das Skylark wieder ab. Wenn nicht, kaufe ich da ordentlich Treibstoff und bringe den hierher, fliege dann mit beiden Tankern und werde versuchen, so einen Shuttle-Service zu machen, bis ich die Cormoran nach Mari bringe, um sie dort zu verkaufen. So, ihr hier, ihr müsst auch Treibstoff kaufen, und zwar genauso viel, dass es bis in die nächste Stadt reicht. Und die nächste Stadt wäre Sarda. So, da machen wir einfach voll, das soll nämlich gut reichen. Und wir wollen hier auch ein bisschen reparieren. Dann schauen wir taktische Gruppen, wo sie hängen. Hier oben. Da oben, okay. Und zeigen, lass uns noch einen Händler zeigen. Da ist ein Händler, auf dem Weg nach Sarda, schaut mal. Da können wir vielleicht timen, dass wir den abfangen können. Der hat nämlich noch 715, ne, was war 705 oder 750? Ah, sind so 710 Kilometer rum hat er noch. 710 Kilometer. Er fliegt mit 107 km/h. So, dann greife ich zu meinem Rechner. Wir wollen nämlich wissen, in welcher Zeit er da unten eintrifft. Das heißt, wir rechnen die... Moment, mein Rechner will nicht. Wir rechnen die Strecke, also 710 geteilt durch die Geschwindigkeit 107. Wir kommen raus 6,6. So. Das heißt, T ist gleich 6,6. Wir schauen, es ist 8:30. Kurz vor 8:30. In 6 Stunden ist es dann. Ja, jetzt bleiben wir uns wieder herrlich, ne? Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da ist es dann 2:30. Ja, 9. Dann ist es so 2:30 rum. 6,5 Stunden. Wie lange braucht denn meine Flotte? Die kommt gar nicht bis hier. Ja, vor allem, die braucht erstmal 8,5 Stunden zum Reparieren. Okay. Also mal Pause raus. Wir lassen es passieren. Da wird schön schnell aufgetankt. Was ich vorhabe mit der Skylark, ich werde hier reinschauen, und zwar mit dem Sichtkreis. Und dann eben schauen, ob dort jemand sitzt. So, Funksprüche, Abfang macht wieder Sinn. Obsidian wird in ungefähr mit Geschwindigkeit folgt der Route nach Ugarit, nach Jaffa. Ugarit.
Dann nach Jaffa, wo auch immer Jaffa ist. Da. Ugarit. Sada Jaffa. Also es kommt irgendwo ein Schiff von hier. Kommt hier so runter. Das heißt, hier ist wieder eine große Händlerdichte. Das ist Fluch und Segen zugleich. Segen, weil wir können Geld verdienen. Fluch, weil sie werden unsere Position preisgeben. Und dann regnet es wieder Flugzeuge und Raketen auf unsere Köpfe. Sei es drum. Wir tanken hier. Wir tanken da. Wenn wir hier getankt haben, das ist so die letzte Aktion, schaue ich, ob in Suva wirklich gerade keine Schiffe sitzen. Wenn ja, werde ich anfangen, hier so einen Shuttle-Service zu starten. Um Benzin zu meiner Flotte in die Wüste zu bringen. Ich muss nochmal betonen, wie vielfältig dieses Spiel ist. In einer Folge ist man, also was heißt vielfältig, es ist wie eine Achterbahn. In einer Folge ist man völlig drüber und schafft alles und alles gelingt. Eine Fehlentscheidung und alles bricht zusammen wie ein Kartenhaus. Und ich habe tatsächlich eine Weile nachgedacht, wie ich dieses Treibstoffproblem löse und war drauf und dran, einen Speicherstand zu laden. Aber ich habe geschaut, ich weiß nicht genau, wann ich das letzte Mal gespeichert habe, aber das ist, glaube ich, wirklich eine Weile her. Das heißt, ich würde wirklich viel Fortschritt verlieren. Und das wollte ich nicht. Also habe ich mir jetzt überlegt und ein bisschen getüftelt und geknobelt, ob ich das Problem mit dem Treibstoff nicht irgendwie doch anders in den Griff bekomme. Und wie es aussieht, ich bin mir noch nicht sicher, ob das nicht eine zu forsche Aussage ist, wie es aussieht, scheine ich es lösen zu können, das Problem. Und zwar ohne einen Speicherstand zu bemühen. Aber auch das zeigt, es wird Zeit, dass wir wieder einen Speicherstand anlegen. So, jetzt Daumen drücken. Ihr wisst ja, der gelbe Radius, das ist der Radius, so weit kann das Schiff schauen. Und wenn wir jetzt gerade die Stadt berühren und da irgendwas steht, dann drehen wir wieder um. Aber eigentlich müsste die Garnison hier plattgeschossen worden sein. Da haben wir doch Raketen drauf geschossen. Ah, seht ihr? Und weg. Das ist schade, aber das passt. Das heißt, wir fliegen jetzt von hier. Kann ich sonst irgendwo schön Treibstoff aufnehmen, billig? Nur hier drüben. Ne, dann fliegen wir einfach zurück nach da. Wobei, da ist schon wieder gefährlich. Ah. Das ist egal, das ist so. Komm, dreh um. Ich weiß jetzt nicht, was für ein Schiff hier sitzt. Aber die Skylark ist dankenswerterweise recht schnell. Die fliegt 550 Sachen. Die meisten Schiffe sind langsamer. So, hier. Hier gibt es eine Thermalsignatur. Wo gibt es die jetzt? Ich sehe hier unten gerade keinen Ausschlag. Oder ist es doch die Skylark, die... Ah, sie wird verfolgt. Gerade sage ich, sie ist ziemlich schnell. Jetzt bin ich gespannt, ob der Verfolger nicht doch schneller ist. Aber es scheint, als ob die... der Ausschlag geringer wird. Glück gehabt. So, hier wird noch repariert. Wir müssen damit rechnen, in den Händler reinzudonnern. Ich spiele ein bisschen mit der Zeitbeschleunigung. Ganz sanft. So. Ja, die Anspannung ist schon wieder da. So. Okay. Kommt von hier ein Spruch. Speed. Route, irgendwas, Sada, Jaffa, das heißt, es kommt gleich ein Händler hierher. Okay.
Das ist Segen und Fluch gleichermaßen. Aber wir werden das Risiko auf uns nehmen. Ich brauche das Geld von dem. Und ich meine auch, dass die letzten Handelsschiffe, die wir geplündert haben, die mussten wir abschießen. Die gingen gar nicht durch als Geschenkschiff. War das nicht so? Wir werden sehen. Das war auf jeden Fall ein Funkspruch von dem Händler. Ihr seid da. Ihr tankt jetzt auf. Und zwar bringt ja nichts. Auch wenn Treibstoff hier teuer ist, ich muss hier voll machen, damit ich irgendeine Chance habe, die Hauptflotte wieder zu aktivieren. So, hier repariert es noch 2,5 Stunden. In der Zwischenzeit tankt er hier sich den Bauch voll. Ich schaue nur den Radius, weil er tankt immer noch voll, auch wenn hier unten schon voll ist. Sobald die Linie stehen bleibt, ist der Tank tatsächlich voll. Von meiner Skylark. Das ist Wahnsinn, wie weit ich fliegen kann. Ah, muss ich gar nicht. Schaut mal, hier unten steht auch, wie voll der Tank ist. So, wir sind voll. Was ist hier los? Da ist die Reparatur gleich durch. Jetzt mit der Skylark hierher. Und mit euch den Händlern entgegen. Aber das wird schon wieder zu lang, Freunde. Das machen wir alles in der nächsten Folge. Wir schauen, dass wir einen Handelskonvoi nehmen können. Wir schauen, dass wir Sardar einnehmen. Wir wollen gucken, dass wir hier Treibstoff hinbringen, um was zu verkaufen. Aber das machen wir alles in der nächsten Folge. Bis dahin, bleibt gesund, bleibt glücklich. Ich bin Papa Zock. Bis bald.